Gut. Ja, moin moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, wir haben uns jetzt ein bisschen erkundigt und wir sind einfach zu ängstlich gewesen. Es gibt, oh. Danke an der Stelle fürs Mutmachen, liebe Calypso. Einfach durchlaufen, nichts beidenken, Gehirn raus, einfach durch die Gase laufen. So, und wenn ihr jetzt mal schaut auf die Karte, Heinrich, macht die mal auf, ihr seht unten rechts, wir sind wirklich relativ weit weg bei der Hauptbasis zu der Radaranlage. Ihr seht vielleicht schon, ich bin viel näher dran. Und zwar, ich hatte ja einmal dieses winzig kleine Problemchen, das ich da hinter dem Zaun gesteckt habe und bin einfach auf Escape Unstuck gegangen und bin hier direkt am Startpunkt, wo wir das ganze Spiel gestartet haben, rausgekommen. Und genau das habe ich gerade nochmal ausprobiert und es hat geklappt. Bei mir nicht so ganz. Ich bin... Ja, du müsstest bei dem Punkt, wo du warst. Genau, ich bin so Richtung Leuchtturm gekommen. Genau, aber du bist trotzdem viel näher dran als vorher. Wir haben bestimmt einen guten Kilometer gespart. Das ist richtig. Na, also als kleiner Tipp für euch, das kann helfen. Eigentlich, muss man sagen, ist der Entwickler faul, weil ein guter, oder ich denke mal, gute Spieleentwickler werden dafür sorgen, dass man nicht in sowas reingerät. Dass man irgendwo zwischenhängt. Und die haben es jetzt einfach gemacht. Die haben einfach diesen Button Unstuck gemacht, damit du automatisch freikommst und wieder an den Start kommst. So quasi, weißt du? Ja. So ganz easy peasy. Und wir nutzen das jetzt einfach für uns aus, um ein bisschen weniger Laufweg zu haben. Ja, ich nehme mal die Keule, weil da ist direkt wieder ein Typ. Ein Verrückter. So, ich musste mal einen wegknüppeln, einen Dork. Ja, ich bin auch dabei. Oh. Aber mittlerweile erkennt man auch die ganzen Früchte, die man sammeln kann. Ja. Oh. Das war eine Anomalie, durch die ich gelaufen bin. So schlecht. So. Das war weniger erfolgreich. Egal. Der Heinrich ist schon viel näher dran als ich. Ach so. Egal. Ja. Also, es ist ein friedvolles Vieh. Da ist wieder so ein Dork. Da ist ein Verrückter. Ah, hier ist ein. Wie heißen die Viecher gleich noch? Bleib doch hier, du Gorlan. Die Verrückten sind auf jeden Fall mir lieber als die, was war das? Jetzt Verräter? Gelaufen. Schwindler. Schwindler. Echt ein beschissener Name, aber... Hat da nicht so viel Schwindeln? Ich komme trotzdem irgendwie bei dir an der Seite, weil hier ist so Gebirge bei mir. Hm. Also ich bin doch weiter weg, weil ich kann schlecht den Berg hochspringen. Oder ich nehme hier einfach einen Tunnel, der da ist. Mal gucken, ob ich da durchkomme. Hallo, ist da wer im Tunnel? Spielhakt gerade, okay, geht weiter. Uhu. Auf jeden Fall nicht weit von mir. Ja, ich bin gerade unterirdisch und ich hoffe, dass ich auch irgendwo wieder rauskomme. Das hoffe ich auch. Oh, da ist eine Sapsi! Da sind diese ganzen komischen Steine.
Oh, hier sind Kerzen. Das ist nicht gut. Böse Sapsi. Aus. Da oben geht's weiter. Ha. Ich bin unter dir. Scheiße, das ist ein Verrückter oder so. Fuck, hier ist kein Durchgang. Hier ist, glaube ich. Ah, oh, scheiße, diese Sapsi macht mich gerade so ein bisschen fertig. Stopp! Ah, ich bin raus. Scheiß Sapsi, ey. Ich gleich mal wieder bin. Ah, ich bin bei dir. Bist doch du, ne? Ja. Ja, das bin ich. Wir haben uns schon mal wieder. Juhu! Scheiß Japsi. Ja. Drecks Japsi. Wegen der habe ich jetzt Panik. Kräuter. Hier wachsen gerade Pilze. Radaranlage Kuppel. Mhm. Komischer Name. Oh. Was? Die Pilze sind giftig, durch die sollte man nicht durchlaufen. Giftige Pilze? Mhm. Aber da müssen wir nicht lang. Doch. Ach doch. Da hat mich vor allem jemand gesehen. Scheiße, doch, Radaranlage Kuppel. Fängt hier schon an. Ein Verrückter. hab mich erwischt. Sackgesicht. Maßband hat er. Das ist doch was Schönes. M für Meter. 10 Meter. Trink erstmal einen Wodka. Muss mich ein bisschen beruhigen. Hier sollten wir eigentlich nichts mehr finden. Was? Hier sollten wir ja eigentlich nicht mehr so viel finden. Oh, doch, doch, ich habe einen Krippel gefunden. Ein Ventilator. Da auf dem Tisch ist auch noch was. Baseballschläger. Beitel. Waren wir hier schon mal, ja? Eigentlich schon, dachte ich. Bin mir nicht so sicher. Vielleicht nicht in diesem Gebäude. Ah, man muss zwei Schalter anmachen. Erst dann geht Licht an. Aber wir müssen hier weiter. Ah ja, stimmt, wir waren hier schon mal, aber der Loot kommt ja immer schnell wieder, ne? Aber eigentlich nicht so sehr in den Sachen, eher so was, wo wächst und wo liegt und so. Die Menschen kommen ja auch rasend schnell. Ja. Ah, scheiße. Hallo! Ah, ich muss erstmal warten, bis der anläuft. Läuft. Ich habe nur meinen Schlagstock schon fast kaputt gemacht. Was habe ich denn noch? Oh, meine Keule ist auch schon fast kaputt. War der Eingang nicht hier irgendwo an der Seite? Mhm. Ah, hier ist er doch gewesen. Das war doch hier. Bist du? Hier. Das Ding hier. Ja. Dann müssen wir halt immer... Okay. Ah, vielleicht nicht diesen Eingang nehmen. Weil da fängt es ja schon gleich an. Es gibt einen besseren, glaube ich. Okay. Ein Stein. Gab ja mehrere. Ah, jetzt hänge ich hier irgendwo fest. Ah. Ich glaube, unter der Kuppel war noch ein Eingang. Unter der nicht, unter der linken müssen wir doch, oder? Ich guck mal. Ich guck mal andersrum.
Außerdem beruhige ich mich bis. Oh, na toll. Brauchst du Hilfe, oder? Hallo? Kannst mir gerne helfen. Ja. Ich habe nämlich nicht so wahnsinnig viel Leben. Macht's natürlich Sinn, sich zu trennen. Hilfe! Ja, ich brauche Hilfe. Streicheln dich. Bin ich ja noch rechtzeitig gekommen. Hey! Hat sich einfach ausgelöst. Da geht's auf jeden Fall nicht. Wir müssen hier rund, hier in diesen Ding rein, aber der Schlüssel ist unter dem anderen, glaube ich. Ja, warte mal ganz kurz. Da ist absolut falsch. Mach mir mal eben Salbe. Salbe mich ein. Salb dich. So. Okay, ich laufe hinter dir her. Vielleicht beruhige ich mich in der Zwischenzeit noch ein bisschen. Ich glaube, hier auf der anderen Seite gab es so einen selben Eingang wie den hier. Da, wo jetzt einer ist. Sarat. Hey. Oh, hat mich erwischt, der Arsch. Na, hier ist noch ein Bunkereingang. Da auch? Hä? Nee, links ist zu dem Ding, wo wir hin müssen. Ach so, okay. Wir müssen aber hier rein. Weil hier ist noch kein Nebel. Glaube ich. Genau. Das ist der bessere hier. Na, wenn du das sagst. Weil hier können wir jetzt nicht geradeaus, sondern hier gleich rechts dran vorbei. Und das war, glaube ich, schon zu weit. So, hier kann ich wieder atmen. Muss wirklich schnell da rum immer. Weiß bloß nicht, wo hier was sein soll. Auf jeden Fall sind hier keine Gegner anscheinend. Hm. Ich habe leider auch noch nichts gefunden. Ich gehe einfach mal auf. Oh, ich habe ein Safe. Sperre 2. Habe ich das schon? Oh, ich kann Sperre 2 auf jeden Fall öffnen. Ich versuch's gerade. Ich glaube, ich kann es auch. Und ich habe es geknackt, aber da ist nur ein Dreifachhaken. Dosenfleisch und Pistolenmunition drin. Ich hab sie! Ich hab die Schlüsselkarte. Komm. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier raus. Und wir haben echt uns hier so Panik gemacht. Echt? Ich dachte auch, wir brauchen eine Gasmaske oder so. Wenn wir hier schon craften können, crafte ich mir schnell eine Gasmaske. Und wie komme ich hier wieder raus? Ja, nee, hier ist falsch. Zurück. Gab es eigentlich mehrere Ausgänge? Wir müssen doch einen finden. Nee, hier ich glaube, hier ist einer. Ah, hier. Oh, nee. Das muss ich gerade aus. Hab ihn. Ja, schön. Siehst du mein Licht? Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, den anderen genommen. Na gut. Hallo, so hake ich hier. Ach, das bist du. Ich glaube, hier ist ja irgendwo dann die andere Kuppel, ne? Hm, ich glaube, hier müssen wir rein. Er zeigt uns auch explizit den Weg an, wo wir hin müssen. Ja. Ich öffne mal. Wir bleiben beieinander. Eine leere Schachtel gefunden.
sind auf jeden Fall nicht alleine. Ich habe eine leere Holzkiste. Ja, das ist ja auch Divanoga töten. Was sind Divanoga? Irgendein fieses Viech, würde ich sagen. Dann bleibe ich hier bei meinem Degen. Irgend so eine Geistertante. Die spuckt. Die ist hier. Oh, die kommt da raus? Ja, komm her. Ich bin fast tot. Au, oh, man kriegt ja keinen Sauerstoff. Das ist das Problem. Dann komm da weg. Ich habe versucht, mich zu heilen. Scheiße. Ich wollte mal Heilung reinschmeißen. Die ist hinter mir. Upsi-dups. Ich renne mal hier hin und heile mich mal ganz kurz. Ja, wir sollten vielleicht reingehen, weil im Gang ist schlecht zum Kämpfen. Komm her, Heinrich. Wenn ich nochmal getroffen werde, bin ich nicht tot. Man darf nicht so lange an der stehen, glaube ich. Ja, ich bin tot. Alte dumme Kuh. Ich glaube, wenn wir da reingehen, haben wir mehr. Ja, ich glaube auch. Zeit zu bewegen. Ah, die ist da oben. Ich hab auf jeden Popo. Oh, wenn sie mich nochmal trifft, bin ich. Ja. Scheiße, hat mich auch. Scheiße. Fuck. Jetzt haben wir ein Problem mit unseren Sachen. Mhm. Wohl, eigentlich können wir ja mal mittlerweile so viele Sachen, da kann man ja mal so eine Reservewaffe mitnehmen, oder? Ich nehme jetzt hier mal einen Dreifachhaken mit. Arznei habe ich aber nicht. Ich nehme jetzt hier zwei Hackebeile mit. Na, stimmt. Waffe noch. Eine zweite ist vielleicht nicht schlecht. So. Ja. So. Okay, und ich würde sagen, wir nehmen unseren Trick an Stuck. Huch, wo bin ich denn jetzt hier aufgewacht? Okay. Ja, sind weiter weg. Ist auf jeden Fall näher dran als ich. Oh. Zehn Minuten, ne? Hm, schaffen wir. Oh. Ich kann nicht falsch rumgehe. Da hast du allerdings auch recht. Na, die Eisenbahn. Zur Eisenbahn eigentlich. Scheiße, ich laufe an dir vorbei. Du läufst in meine Richtung. Ja, ich laufe zu dir irgendwie. Wo ist die Mission? Aber wir sind wir gleich zusammen. Zusammen leben wir länger. Hallo. Hallo, aber nichts zum Heilen. Wollen wir auf die andere Straßenseite? Weil da ist gleich so ein Vieh gewesen. Ich
Ich hoffe, die Vanoga ist jetzt nicht wieder vollständig geheilt, wenn wir da auftauchen. Ey, wenn kurzig, ey. Weil dein scheiß Loot liegt da und da musst du noch diese Vieh töten. Irgendein Viech ist da. Ah, komm, springen wir hier runter. Lass das Vieh mal Vieh sein. Ach komm, lauf weg, wir wollen ja nichts tun. Nee. Wollten wir nicht. Oh, Kräuter. Da sind noch mega weit weg. Mach Licht aus. Ich glaube, der hat einen Molly. Nee, weiter links, weiter links. Oh, konnten uns doch gut vorbeischleichen. Also ich zumindest. Ja. Ah, wir müssen, glaube ich, noch mal irgendwie drum rumlaufen. Scheiße, wir haben nur noch 4 Minuten. Och, halt die Klappe. Mal hier irgendwie hoch. Scheiß Klippen. Hey. Oh, das sieht gut aus hier. Jo. Fantastisch. So, diesmal habe ich eine Pistole dabei, nur 6 Schuss, aber das muss reichen. Achtung, am Eingang könnte noch einer sein, ne? Mhm. Oder wir gehen hier einfach seitlich rein. Und natürlich drin gestorben. Wo ist sie? Da oben. Da oben. Hast du dein Zeug? Ja. Ich hab meinen. Okay. Aber sie ist wieder voll dabei. Nö, die Pistole hat's gemacht. Oh, warte, ich muss mal weg. Luft holen. Gut gemacht, Heinrich. Gut gemacht. Ich hab mir den Loot verdient. Ja, nimm ihn dir. Mhm, weißt du, was es gab? Hey. Biologist. Scheiße.
Gewebe. Ja, und verschimmeltes Tomate. What's the latest? I've got the tissue samples. Send the samples to me. Use the mail tubes. Your compensation will be sent your way. I'll ask the merchant to put it in your room. Weißt du, wir dürfen jetzt wieder zurückrennen. Alter. So, jetzt will ich mich hier aber nochmal in Ruhe umschauen. Ja. Ein Transformator, immerhin. Und ein Luftfilter. Sie müssen jetzt echt zurück, oder? Also erstmal müssen wir zu einer Rohrpost. Muster per Rohrpost an den... Ah, dafür braucht man die Postdinger. Das schicken wir ihm per Post. Toll, wann kriegen wir unsere Sachen? Hat er doch gesagt, das liegt an der Händler in unser Zimmer. Oh, ich hab ein Kästchen gefunden. Brauchen wir das noch? Ich nimm's mit, kann man bestimmt nochmal gebrauchen. Warte mal, tja, was ist denn? Was ist denn? Achso, ich hab ein bisschen Stress. Der Ausgang. Achtung, am Lagerfeuer gegenüber könnte jetzt einer sein, ne? Ja, da ist auch hier. Wollen wir links uns die andere Kuppel nochmal angucken? Ja. Ich folge dir. Oh, da ist auch einer. Hallo. Trauma zugezogen. Leichtes Trauma. So, wir müssen jetzt noch auf Post. Denn gerade hatte der mir noch welche angezeigt gehabt. Ja, aber hier ist noch eine Kuppel. Weiß nicht, ob ein Derma drin waren. Kann nur gucken. Ich glaube nicht, die sieht ein bisschen anders aus. Doch, in der waren wir schon drin. Ja. Die Holzkisten hier sind schon leer. Aber im Eingangsbereich lag noch Loot. Na gut. Dann gehen wir wieder raus. Ja, wir müssen jetzt halt so eine dumme Rohrpost finden. Du, bist du halt. Und da raus, wo wir reingegangen sind. Ja. So, scrollen wir mal ran. Nur eine Rohrpost müssen wir doch schon entdeckt Filter haben, oder nicht? Ihre Rohrpost. Jo, da unten am Südstrand ist die nächste Rohrpost. Ich hab sie markiert. Da ist sowieso noch was. Am Kino, genau. Da ist auch noch so ein Monolith-Zeichen, was immer das bedeutet. Oh, beim Monolith, da kann man sich wiederbeleben lassen, glaube ich. Ja, dann gehen wir doch zum Südstrand-Kino. Ah, ich kann hier bis 50 Kilo tragen. Wunderbar. Also, lieber Heinrich, das nächste Mal sind wir einfach mutiger, wenn so Giftgas irgendwo ist. Ja, dann testen wir es einfach und laufen durch. Hm. Ich bin nur ängstlich um meine Sachen. Die 7, die wir haben. Der bringt doch nichts, das Vieh. Doch, oder? Fleisch. Fleisch und Haut. Den lassen wir mal in Ruhe. Ah, links. Ich hab einen. Alter. Der ist schon tot. Jo.
Vorpost ist ein bisschen weiter rechts. Ja, take this. Hier auch schon wieder erwischt der Arsch. Hier ist irgendwo Rohrpost drin. Ah, hier ist Rohrpost. So, und dann war da ja noch das Fragezeichen. Stimmt, da bist du. Hallo? Ja, ich hab nur was geholt. Hey, buddy. Hope you don't mind that I toss you that job for that strange biologist guy. Nope, I don't mind. Thanks. I've got a job for you too. What kind of job? There's a weather station here on the island. It's been abandoned for ages. So out of operation. Reinstall some antennas. Start it up. Where do I find this weather station and get the antennas? The weather station is in Sector D7. The antennas should be located inside. Ah, Wetterbericht D7. D7, ah, okay. Da waren wir ja schon mal. Da waren wir noch nicht, da ist nämlich doch dunkel. Aber lass uns nochmal dieses Fragezeichen, wo wir hier gerade sind, ich habe das markiert. Ja, und der Monolith hier, das interessiert mich auch nochmal. Hast du den da? Aber ich bin blau markiert. Okay. Who's there? Aua! Bleib stehen! Bleib stehen! Wie soll ich denn stehen bleiben? Ich hab mit dem Verrückten geredet. Achso, das haben wir bei uns in der Basis auch. Mhm. Dann können wir uns hier jetzt nämlich auch, glaube ich, wiederbeleben. Ich habe da mit Rot habe ich auch noch was markiert, das wird mir als Fragezeichen angezeigt. Dann mal hin. Mhm. Moment mal, in der Hütte waren wir noch nicht. Oh, hier ist ein Poster. Was ich immer mit auch mit einem Poster machen soll. Hm. Verkaufen? Oh, ein Kästchen. Die Säcke magst du nicht. Ich wollte die ja gerade nehmen, aber... Ah, hier ist ein Waschbecken. Hier kann man Wasser machen. Oder Wasser auffüllen. Oh, jetzt bin ich wieder voll. Oh, hier sind noch Karotten, die kannst du haben. Und da unten brennt einer. Scheiße. Der kommt doch uns zu. Ja, ich kann noch ein bisschen. Er brannte mal. Da vorne brennt auch jemand. Hehe, voll auf die 12. Ah, er lebt noch. Kannst du noch nehmen, oder? Tomatensaft, na klar, nämlich. Okay. Kann wieder was nehmen, sagen wir es mal so. Und hier war das Fragezeichen? Ja. Ja, hier vorne ist Stacheldraht, ne? Da gehe ich jetzt nicht rein. Der einzige Weg? Ich weiß das nicht.
Scheint so. Das macht mich aber neugierig. Mich auch. Oh, hier ist Chips. Ein Bauplan. Ach, das war Chips, okay. Ah, das ist eine kleine Basis für uns. Hier ist eine Werkbank, die man erforschen kann oder bauen kann. Und erforschte die, oder? Ja. Weil dann kann man die wahrscheinlich auch reparieren noch. Oh, hier sind Bilder. Oh, ah, hier oben ist ein Händler. Hallo, Händler. Wenn du ein Stück zur Seite gehen könntest. Wir hatten... Ah, per... Nee, zurück. Wo ist denn? Da. Wir hatten einen Ventilator, den wir noch gebrauchen könnten. Warte mal, ich kann sein, dass ich einen Ventilator hatte. Bohrmaschine, Hantel, Toaster. Nee. Ich kauf den jetzt. Warte mal, ich nehme mal hier Perks. Perks ansehen, was kann ich denn machen? Leute, reparieren. Upsala. Fänger, Händler, Lautloser. Ausdauer klingt doch gut. Oh, man kann noch besser schleichen. Ich habe jetzt Wolfsauge. Die Sehfähigkeit hat sich verbessert. Hockend sind Pflanzen und Gemüse besser zu sehen. Ja, so eine Station scheint auch noch bei Strahl 2 zu sein. Hast du Lagerexperte genommen letztes Mal? Ja. Kannst du da mehr im Allgemeinen nehmen, in deinem Rucksack oder in deiner Kiste? Ich glaube in der Kiste, so wie ich das verstanden habe. Hm. Dann mache ich lieber Freund des Todes. 15% meiner Sachen behalten im Todesfall. Hm. Bei Strahl 2 habe ich gesehen, da ist auch noch eine Werkbank. Die könnten wir auch noch aufdecken. Ja, ist gut zu wissen. Dann muss man vielleicht nicht zur Basis zurücklaufen, weißt du? Ja, genau das ist es. Jetzt haben wir quasi hier unten in der Mitte nämlich was. Hm. Kann man nämlich da wieder beleben. Genau. Wetterstation D7, wo ist denn D7? Ach da. Ja, ich glaube aber, das Video ist jetzt lang genug. Ich glaube, wir machen mal einen Break. Okay. Na? Gut, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like oder einen Kommentar. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.